hold on, burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Hey Freunde des Bombenrohr-Stimmungsvergleiches. Nein, Spaß. Wir haben hier neue Bombenrohre von, jetzt muss ich selber mal gucken, Klasek. Ist es Klasek? Ja, Klasek. Und wir haben hier neue Bombenrohre, und zwar sind das die No-Sound-Bombenrohre, sprich, wie es angegeben wird, als tierfreundlich. Und ich habe sie selber noch nicht getestet. Bekommen habe ich sie für 6 Euro, das 4er Set. Wir haben nochmal die NEM-Angaben. Wir haben 116 Gramm auf 4 Stück. Ja, was schon mal sehr viel ist. Das sind über 25 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, über 25 Gramm. Zählt euch das mal rein. Und wie gesagt, F2. Das sind 4 unterschiedliche Effekte. Steht hier oben. Und Preis habe ich gesagt, und dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal raus und testen diese für mich Neuheit, No Sound. Und ja, bilden wir uns mal unsere eigene Meinung. Schreibt es euch mal in die Kommentare, wie ihr die Bombenrohre euch gefallen, für, wie gesagt, 6 Euro oder 6,50 Euro. Ganz genau bin ich nicht mehr, aber auf jeden Fall nicht mehr wie 6 Euro, nicht mehr wie 7 Euro. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, die No Sound Bombenrohre. Keine Beschreibung oder so, einfach nur 4 Stück. Oder ich habe es einfach nicht gelesen. Süß. Wie gesagt, No Sound, das heißt, sie sind tierfreundlich, aber ich muss sagen, wenn die unten schon so laut sind und am Himmel bloß leise, dann bringt es auch nicht. Ja. Puff. So, schauen wir mal aufs nächste. So, das nächste, Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 4, warum? Gold und Fischi. Also Effekte sind relativ schön, aber halt für 6,50 würde ich sie mir jetzt nicht nochmal holen. Macht's gut, Freunde.